Hallo bei der Wander im Kreis. Wie gesagt, wir sind jetzt nochmal rausgefahren und das ist jetzt wirklich im Bienenvolk so, wie ich es mir jetzt wünsche für die Wintervorbereitung. Ihr seht jetzt, das ist jetzt eine richtig schöne zentrale Brutwabe, die jetzt hier drinne hat. Und Mario wird jetzt mal filmen und hier blättern wir einmal durch das ganze Volk. Die Zeit nehmen wir uns. Wie gesagt, normalerweise nehme ich jetzt ist die letzte Kontrolle. Wie gesagt, wenn ich das jetzt so sehe zu dieser Jahreszeit, dann kommen jetzt wirklich nur noch Futterstöße und ich bin jetzt dann auch mit dem Volk fertig. Und eigentlich, wie gesagt, hatte ich euch ja gesagt, lasse ich jetzt hier rechts und links 1-2 cm Luft. Da kann ich jetzt die Waben relativ schnell alle rüberschieben, die Waben rüberschieben und das ist jetzt hier meine Kontrollwabe. Und ja, wenn die jetzt eigentlich in Ordnung ist, geht die Wabe wieder rein, es wird aufgeschoben und alles ist schick. Ich will jetzt nur mal zeigen, wie das eben ist. Wie die hier zum Beispiel hat überhaupt keinen Futterkranz rechts und links. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Wie gesagt, hier drüben kannst du mal zeigen, ist der Fütterer drauf. Der Fütterer ist auch halb voll mit Bienen und Honig. Ist jetzt auch ein Volk, was jetzt nicht so das Freundlichste ist, muss man ganz deutlich so sagen, aber schaut euch mal an, wie schön gefüllt der Honigraum ist. Ja, und der ist jetzt schon schön angetragen, sitzt schön voll mit Bienen, die Futterglocke ist oben drüber, so wie wir uns das wünschen. Heute ist Sonntag, heute will ich keine Haue haben. Ja, und ich nehme das jetzt hier mal rüber und jetzt blätter mal einmal den Brutraum durch, damit ihr mal ein Gefühl habt, wie das hier aussieht. Ja, hier ist eine Mittelwand, die hat sie schön angetragen. Ist auch kein Problem, wenn sie die jetzt nicht mehr macht, dann haben wir die gleich fürs nächste Jahr drinne. Die ist dusselig. Die Drohnenwabe ist schon schön am Rand. Hat einen schönen Futterkranz. Da ist auch die Königin. Wunderschönes Tier. Warte, die brauche ich auch. Ja, und wenn sie eben so drauf sind, muss man ganz ruhig arbeiten. Ne? Sind eben jetzt viele, viele Altbienen drin. Und man muss eben aufpassen, dass das Bienenvolk nicht hochkocht. Ne? Und da kommt man auch hier mit 1-2 Stichen bei so einem Teufel zurecht. Ja, auch voll durchgebrütet. Da sollten jetzt vielleicht doch mal ein paar ordentliche Bienen kommen. Aber so wünsche ich mir das eigentlich, dass die jetzt noch mal so einen richtig starken Brutdruck macht. Hier hat sie noch mal eine schöne Brut. Und die kriegt, da? Die zickert, ja. Jetzt hat auch Mario eine gekriegt. Ja. Bienen können auch stechen. Die sind alle so friedlich. Hier hat sie eine Mittelwand, die hat sie auch voll bestiftet. Ja, und da sieht man eben auch mal, wie schön die den Druck hat. Ne? Die macht jetzt noch eine schöne Brutperiode auf der Mittelwand. Da muss die andere rein, ja. Hier hat sie eine schöne Futterwabe. Dann hat sie hier noch mal eine schöne Futterwabe. So viel zum Thema zu wenig Futter. Hier hat sie auch noch mal eine schöne Futterwabe. Und hier die Mittelwand.
Die ist quasi überflüssig. Die wird sie jetzt auch nicht mehr machen, dann nehme ich sie gleich mit Hinterschied. Ja, und das Volk macht eben jetzt nochmal richtig schön Winterbienen. So, dann fangen wir wieder von hier an, lassen ein bisschen Luft. Das Schied dahin. Die schlechte Laune, ey. Steht da drauf, sticht. Da steht drauf, sticht, ja. Wir haben das ekligste Volk vom Stand genommen. Aber wie gesagt, das ist eben auch, die Altkönigin ist schon nicht mehr drin. Ich habe eigentlich gehofft, dass die Jungkönigin sich da schon besser durchgesetzt hat. Aber sowas geht natürlich auch nicht in die Zucht. Und kannst du mal zeigen, hier hinten steht es wirklich dran. Ja, da sticht. Wie gesagt, das ist ein Bienenvolk. Wenn ich das zweimal arbeite und es sticht, dann darf das sein. Aber wenn ich das dritte, vierte Mal aufmache und die sind, ihr merkt das ja, unnatürlich unruhig für meine Verhältnisse, dann kommt das auch weg. Das muss man nicht haben. Und ich sage mal, jetzt ist die Jungkönigin drinne. Wird jetzt auch bald die erste Brutperiode durchgedrückt haben, dass die jetzt hier wirklich ein bisschen bessere Bienen durchdrückt und dann wird sich das auch wieder beruhigen, hoffe ich. Ansonsten wechsle ich sie nochmal. Aber das ist ja keine Arbeit, man kommt ja hier überhaupt nicht voran. Und das ist für mich eine Situation, das ist schon auf Dauer nicht akzeptabel. Wobei eigentlich immer mal so ein Wachhund gar nicht mal schlecht ist. Aber ihr seht, die geht sofort hoch, wenn man da irgendwas macht. Man muss bei der ganz, ganz ruhig arbeiten, dann geht das auch. Aber, ja, ist jetzt nicht so die Art von Sanftmut, wie wir sie kennen und wie ich das haben möchte. Aber man hat eben immer mal auch so eine Fehlanpaarung dabei, wo dann eben sowas eben auch mal hochgeht. Ne? Und ihr merkt, dass wenn man jetzt hier drüber geht, ist sofort nervös da. Und das muss ich eben auch sehen, das sehe ich aber auch. Und dann weiß ich das Volk einzuschätzen und weiß eben, hier muss ich, wenn die jetzt hier so ist. Und dann, ihr seht das, wenn die jetzt so hoch geht, die sticht ja nicht gleich. Aber jetzt wird es immer mehr, ne? Und dann muss ich eben einfach mit Rauch die Sache korrigieren. Aber langsam, nicht so viele Stoßrauche, dass der Rauch auch nicht so heiß ist, dass die dann so aufgeregt werden. Sondern ich halte einfach, das ist eigentlich auch gerade mal ein schönes Volk, um mal zu zeigen, wie man eben auch mit solchen schwierigen Völkern arbeiten tut und dass man da trotzdem noch vernünftig durchkommt. Also wir haben jetzt hier doch 2-3 Stiche gekriegt, aber sie haben uns jetzt hier nicht verdroschen. Ne? Also, und es ist im Volk, wenn ich das ruppig arbeite, dann kann ich ja auch mal ganz schnell 20, 30, 40, 50 Stiche ernten und sehe dann auch überhaupt nichts mehr. Ne? Also von der Sache her ist es schon noch zu arbeiten, aber eben kein Ding, was ich mir so wünsche. Also, wenn alle Völker so wären, würde ich ja nie fertig werden mit der Arbeit. Ja, sie ist unruhig. Das ist Futterer. Hey, hey, hey. Was auch hilft, wenn man da mehrere gekriegt hat, kann man sich auch mal mit der Rauchkanone so ein bisschen eindieseln. Dann riecht man am Kopf auch so ein bisschen nach Rauch. Ist zwar auch nicht ganz so charmant, aber bevor man ständig dann die Dresche kriegt, ist das natürlich auch nochmal hilfreich. Ja, die machen wir zu. Aber so trotzdem ein sehr schönes Volk. Gesund auf jeden Fall. Ja. Gut, das war's, was wir zeigen wollten. Bis dahin. Tschüss.